der Garten herlädt. Ein Stückchen Grün mitten in Koblenz, mitten in der Stadt. Und das soll weg? Diese Thematik hatten wir im Sommer bereits uns angenommen und werden jetzt noch weiter berichten, denn jetzt ist eine Petition am Start und ein Verein zur Erhaltung wurde gegründet. Und deswegen gehen wir direkt mal rein und sprechen mit der Frau Born. Einen wunderschönen guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ein bisschen ist die Sonne draußen, Frau Born. Ja. Wir sind im Garten Herlet inmitten der wunderschönen Stadt Koblenz. So ist es. Wieso gibt es diesen Garten und warum soll er bleiben? Diesen Garten, den gibt es schon seit ewigen Zeiten. Das heißt, er ist auch nie bebaut worden. Rückte jetzt in das Gebiet eines Investors. Und wir als Verein setzen uns dafür ein, dass dieser Garten erhalten bleibt, auch für die Bürger. Weil es ist so, dass die Witwe Herlet, dessen Haus dort stand, das war der Garten dazu, diesen Garten der Stadt Koblenz vermacht hat, mit der Auflage, es den Garten den Bürgern der Stadt Koblenz zu erhalten. Ja. Und wie gesagt, weil er jetzt bebaut werden soll, haben wir auch einen Verein gegründet, weil wir sehr viel angesprochen worden sind von den Altstädtern hier, was denn jetzt nun passiert. Und damit wir eine Stimme auch gegenüber der Stadtverwaltung haben, wurde dieser Verein gegründet, letztes Jahr im Oktober. Sehr dafür engagiert hat sich Herr Peter Jansen, der leider krank ist, sonst wäre er heute hier. Ich bin für ihn in Stellvertretung. Und wir sind also gehen jetzt an die Öffentlichkeit, werben für den Verein, damit durch die Vereinsunterstützung auch der Garten unterstützt wird. Wie kann ich denn im Verein für den Erhalt des Gartens einstehen? Also was macht denn der Verein, dass der Garten erhalten bleibt oder im Allgemeinen? Wenn ich jetzt Mitglied werden möchte, was habe ich vom Verein? Der Verein ist für Sie insofern gut, dass wir halt den Garten erhalten wollen. Das heißt, Sie können weiterhin hier säen, pflanzen, ernten, Sie können sich hier treffen, wir haben hier Geburtstagsfeiern. Es soll eigentlich einfach nur ein Ort der Begegnung sein. Ja. Und das wollen wir mit dem Verein erreichen. Also es heißt nicht der Verein, Sie sind in dem Verein und es ist geschlossen. Wir wollen offen sein für alle Bürger und Bürgerinnen hier in Koblenz, damit sie den Garten weiter nutzen können. Ja. Ich würde sagen, Sie zeigen mir noch ein bisschen den Garten Herlet und ich drücke weiterhin ganz doll die Daumen, dass das alles funktioniert. Und gleich haben wir auch noch zwei Kollegen, eine Kollegin von Ihnen, eine junge Studentin im Gespräch und noch jemand anders. Gehen wir eine Runde. Vielen Dank, das machen wir. Antonia, wir haben uns jetzt hier im Garten Herlet getroffen. Inwiefern hast du denn hierzu eine Verbindung? Also erstmal muss ich sagen, bin ich Bewohnerin auch in der Altstadt. Das heißt, ich wohne hier ganz in der Nähe und es ist praktisch wie ein kleiner eigener Garten, den man hier so ein bisschen teilnutzen darf mit anderen Menschen. Das ist super. Auch einfach auf jeden Fall sich Gärtnern beteiligen kann. Ja, es sind Möglichkeiten da, um irgendwie auch, egal ob man einen grünen Daumen hat oder nicht, entweder zum Entspannen oder selbst ein bisschen Hand anlegen und gärtnern. Genau. Und wenn groß und klein. Ja, und wenn man Hilfe braucht, kann man immer hier Leute fragen. Die helfen natürlich allen gerne, die einen grünen Daumen schon haben. Ja. Und dann kann man auch natürlich sich zusammentun und gemeinsam gärtnern. Ja. Mich würde jetzt natürlich wahnsinnig interessieren, alleine auch was dein Studienfach angeht in Richtung Biologie und ja, richtig. Wie schaut es denn hier im Garten allgemein aus? Also wir haben jetzt hier zum Beispiel zwei Schwarzpappeln. Ja, reine Schwarzpappeln, richtig, genau. Was ist die Besonderheit dabei? Das sind keine Hybriden, sondern reine. Reinartig eben, was sehr besonders ist, denn sie kommen nicht mehr so häufig vor. Und ich bin natürlich super froh, dass wir direkt zwei haben, zwei so große und auch noch mitten in der Altstadt. Das ist schon echt super, finde ich. Ja. Wir stehen jetzt natürlich hier an einem schönen Örtchen vor dem Wasser im Garten Herlet. Sie sind auch schon natürlich sehr lange mit der Thematik betreut. Und wie ist der aktuelle Stand aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Sicht vor allem als Altstädter, als Eingeborene? Also für mich ist die Diskussion hier um das Stück Grün hier mitten in der Altstadt ist für mich irgendwie unglaublich.
dass dort darüber überhaupt diskutiert wird, dass man hier Dinge zumachen will. Wir hatten ja die Diskussion schon mal. Hier sollte schon mal ein Hochgarage hingebaut werden, auch von dem Herrn Tarus mit 84 Stellplätzen. Aber da gibt es zwei Lärmgutachten, die das wegen der Nachbarschaft und so weit ausgeschlossen haben. War das erledigt. Jetzt haben wir hier das Problem wieder. Und es kümmern sich ja Leute um den Garten. Und es ist ja auch von dem Vermächtnis der Frau Herlet. Ich kenne der in ihrer Spielwarenlade ja noch. Da habe ich die erste elektrische Eisenbahn im Schaufenster gesehen, da im Krieg. Ja. Wie ist es denn aber für Sie jetzt auch als Altstädter? Ich meine, Sie kommen ja auch gerne hierher. Das ich, ist bin nicht, so ich bin nicht so oft hey, in dem hohen Alter. Geht mir ja nicht mehr so. Ich mache ja Stadtführungen, ja. Da komme ich schon mal vorbei. Ich zeige auch Leute, hey, der Garde, oder wenn ich da hinten am Gerichtshaus bin, gucken wir mal über die Mauer herren. Ja. Ja. Aber dass ich jetzt hier jeden Tag oder mit feiere oder so, das ist nicht. Aber ich bin Sie jetzt wissen, weit es weg. Gibt ganz viele, die es tun. Ich weiß, ich kenne ja auch die Leute. Ja, klein, groß, die Leute, haben im Sommer ja auch schon erzählt. Ja. Da sind auch Jugendliche, die sich hier engagieren. Ja. Und wir haben eben mit einer Studentin gesprochen. Ich kenne ja die Leute, die hier arbeiten. Und mir tut das leid. Und ich kann einfach nicht verstehen. Und ich weiß jetzt schon, wenn dazu kommt, dass, wie der Tarus das haben will, das dauert 2-3 Monate, da geht das los, ja, die Gäste fühlen sich belästigt, die können nachts nicht schlafen, wenn hey Leute sitzen und sind am Feiern, sind ein bisschen am Grillen oder irgendwas, nachher ist der Kram ganz weg. Es ist eine Menge, ist eine Menge getan für diesen Garten und wir hoffen, dass er weiterhin bestehen bleibt und dass man natürlich einen Kompromiss finden kann von den neuen Bauherren drumherum zu diesem Gartenstück. Und, denke ich auch, müsste sein. Dann würden wir sagen, wünschen wir allen Bürgern erstmal beste Gesundheit und entspannen Sie sich mal eine Runde im Garten Herlet.